Uns erreicht eine Grußbotschaft aus Frankreich, die wir jetzt kurz gerne verlesen möchten. Von einem alten Freund, der den Zweiten Weltkrieg noch erlebt hat, kommt uns ein Wort aus Lyon. Der alte Freund ist lange Jahre Vorsitzender des dortigen Hilfswerkes, Flüchtlingshilfswerkes CIMAT gewesen. Und er spricht zu uns und sagt, liebe Freundinnen und Freunde in Berlin, dass ihr Ostern für den Frieden auf die Straße geht, berührt mich sehr. Denn um uns herum, überall auf der Welt, kennen die Menschen offensichtlich nur eine einzige Logik, nämlich Probleme nach dem Gesetz des Stärkeren zu lösen. Dabei liegt es doch vor unserer aller Augen, dass dieser Weg zu wachsender Gewalt führt und kein Problem wirklich löst, sondern er verursacht nichts als Leid und Zerstörung. Großartige Stimmen aus der Geschichte haben den Weg der Gewaltlosigkeit und des Dialogs gefordert. Da ich Pastor bin, nenne ich Jesus von Nazareth. Er und die anderen wollten Versöhnung und Geschwisterlichkeit. Sie genießen großen Respekt in unserer Kultur. Aber wer glaubt ihnen wirklich? Wer wagt es, sich auf sie einzulassen? Ihr hier in Berlin, ihr tut das. Statt Waffen wollt ihr Gerechtigkeit und Solidarität. Ihr geht einen schweren Weg, das wisst ihr. Aber wenn ein starkes Land wie Deutschland tatsächlich Schritte auf diesem Wege ginge, riefe es damit woanders Kräfte wach, die ihnen folgen würden. Davon bin ich überzeugt und kann euch nur ermutigen. Es berührt mich auch, dass ihr an die Geschichte eures Volkes erinnert und die katastrophalen Folgen des Krieges, die ein Stück weit dann auch auf das deutsche Volk niedergingen. Deutschland hat neu angefangen und nimmt inzwischen einen respektablen Platz inmitten der Staaten ein. Aber ihr, die ihr Ostern auf die Straße geht, erinnert daran, wie schnell sich Verantwortliche von der Macht der Gewalt verführen lassen. So kann Deutschland eine starke, bewaffnete Nation werden, ohne Widerspruch zu ernten. Nicht einmal von der Mehrheit der französischen Linken. Ebenso wenig von der Mehrheit der Christen in meinem Lande. Aber ihr habt euch auf den Weg gemacht, damit ihr Frieden, denn ihr sucht Frieden durch Versöhnung und Gerechtigkeit durch Solidarität. Ich wünsche euch, dass euer Friedensmarsch möglichst viele Andersdenkende vom Weg der militärischen Gewalt abbringt und ich sende euch von Herzen meine geschwisterlichen Grüße. Dankeschön. Wenn es auch jetzt schon ein wenig ausgedünnt ist, ich kann euch mitteilen, dass an diesem Ostermarsch in diesem Jahr in Berlin insgesamt 2500 Menschen teilgenommen haben. Wir haben innerhalb des Marsches gezählt, jetzt sind leider nicht mehr so viele da, obwohl jetzt gleich die Sonne kommt.